Moin, willkommen zurück im Freispiel und herzlich willkommen zu Tetris, die SimCity-Erweiterung. Das sieht nämlich so aus. Wir haben angefangen, My City zu spielen von Cosmos. Das ist relativ neu erschienen. Und warum sagen wir angefangen? Weil das ein Legacy-Spiel ist. Das heißt, das Spiel entwickelt sich nach und nach weiter. Grundsätzlich geht das darum, dass jeder Spieler hier so ein Tableau hat, auf dem im Verlauf einer jeden Partie eine Stadt entstehen wird. Und das Ganze wird von so Spielkarten vorgegeben. Wir decken einfach die oberste Karte auf. So, schauen wir mal. Das blaue Quadrat. Jetzt muss jeder Spieler sich das entsprechende Gebäude raussuchen. Also alle Spieler haben die gleichen Gebäude, zumindest zu Beginn. Und muss das irgendwo auf seinem Tableau unterbringen. Dann gibt es ein paar Regeln. Jetzt habe ich meinen Punktewürfel verloren, macht nichts. Einerseits, ich darf Gebäude nicht über den Fluss bauen, zumindest bislang. Und ich will die letzten Endes so bauen, dass diese einzelnen Bäume zu sehen bleiben. Ich möchte diese Steine überdecken, weil die nachher Minuspunkte wert sind am runden Ende. Hier im Wald kann ich fröhlich rumbauen, genauso das Gebirge kann ich quasi abtragen und drüber bauen. Und so versucht jeder, sein Tableau möglichst voll zu puzzeln, ohne helle grüne. Wie sagt man, Quadranten freizulassen, weil die auch Minuspunkte wert sind am runden Ende. Na, so wird nach und nach werden hier Karten aufgedeckt, die scheinen sortiert. Ne, guck mal, sind sie nicht sortiert. Jetzt haben wir hier ein rotes Gebäude. Also es gibt drei Gebäudespielfarben. Und das machen wir so lange, bis alle Karten durch sind oder alle Spieler sagen, ups, ich kann nicht mehr anbauen. Und dann endet die Runde und dann gibt es Punkte. Zu Spielbeginn gibt es eben, wie gesagt, Punkte für die Bäume, die noch zu sehen sind, Minuspunkte für freie Felder, doppelt Minuspunkte für die Steine, die noch offen sind. Die tragen wir uns hier ab. Und wer dann am meisten Punkte hat, der kann sich hier auf dieser winzig kleinen, könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, jetzt könnt ihr das sehen, auf dieser winzig kleinen Leiste sogenannte Erfolge oder Fortschritte abstreichen. Was das machen wird, wissen wir noch nicht. Weil, wie gesagt, Legacy. Wir haben erst angefangen. Und zwar zu viert. Und haben Kapitel 1 das neue Land zu spielen begonnen. Da sind dann insgesamt 8 solcher Umschläge drin. Also das geht bis Kapitel 8. Und die sind teilweise recht dick und schwer. Da sind Aufkleber drin. Wir wissen nicht, was da noch an Material drin ist. Also das ändert sich dann von Partie zu Partie. Das Spiel entwickelt sich weiter. Ist ein. Habt ihr gerade die Regeln mitbekommen? Ein relativ simples, zumindest zu Beginn, relativ simples Familienspiel, das eigentlich tatsächlich jeder mitspielen kann. Und das hat uns so gut gefallen, dass mal irgendwie so ein Legacy-Spiel kommt, das nicht so viel Material und so viele Regeln beinhaltet, sondern eben relativ locker, flockig irgendwie nebenher runtergespielt werden kann und trotzdem dann eben eine Geschichte erzählt. Bonus-Feature bei My City, deswegen haben wir es überhaupt aufgemacht und hier ins Café gestellt. Auf der Rückseite der Tableaus ist ein Spielplan für das sogenannte ewige Spiel. Da kann man dann einfach nach den Spielregeln, die ich eben erklärt habe, ein Spiel spielen. Ne? Ein ganz normales Brettspiel, das sich nicht irgendwie weiterentwickelt. Auf der Rückseite eben, da kommen Aufkleber drauf, da werden sicher später Sachen irgendwie mit Edding durchgestrichen und so weiter. Das wird dann wohl nach Ablauf der Kampagne unspielbar sein, aber wir werden weiterspielen können auf dieser Spielplanseite. Genau, das ist My City von Cosmos. Ein richtig tolles Familien-Legacy-Ding, das jetzt relativ neu ist, das euch auf jeden Fall noch ein paar Stunden durch die soziale Isolation tragen können wird. Because I can do grammar. Bye bye.